So, da sind wir wieder. So, die Gegner haben jetzt nur noch 300 Fahnenpunkte, sehr schön, Siegpunkte. Der Computergegner hat immer noch nicht geschafft, den ersten Siegmarke zu erobern. Aber das ist halt wieder typisch Computer, ne? Die, naja, weiß ich nicht. Irgendwie ist das alles ein bisschen merkwürdig. Ich spiele jetzt eigentlich gegen normalen Computergegner. Schwer oder Expert ist schon echt ugly. Aber irgendwie. Na, vielleicht spiele ich nachher mal mit den Amerikanern. Mit dem habe ich noch nicht so oft gespielt, mit den Deutschen natürlich schon ein bisschen häufiger. Weiß natürlich genau, was ich hier machen muss. Was wollen Sie denn? Was wollen Sie? Naja. Ich würde halt nachher mal die Amerikaner zeigen. Da sieht man auch schon mal den ersten Unterschied zwischen den beiden Teams, zwischen den beiden Fraktionen. Die Deutschen sind halt eher die Verteidigungsfraktion, beziehungsweise sie kommen erst auf der zweiten Hälfte des Spiels halt wirklich voran, weil sie dann halt in der zweiten Hälfte des Spiels die großen Panzer haben, die Einheiten dann noch stärker. Aber irgendwie, der Amerikaner will nicht anscheinend. Deswegen. Naja. Nicht mein Problem. Na, wer kommt denn da? Ich hab gerade einen Scharfschützen gesehen. Das finde ich jetzt nicht so lustig. Scharfschützen doof. Ich baue hier die ganze Zeit, wie ihr seht, die Außenposten aus. Dadurch sind sie schwerer anzugreifen und gibt nochmal einen kleinen Bonus, ne? Also. Nur mal so nebenbei. So, dann kommen wir mal kurz zu den Kommandantenauswahl. Man hat pro Fraktion mal drei verschiedene Sachen, die man sich auswählen kann. Ich nehme immer gerne die Blitzkrieg-Doktrin. Und man hat dann halt verschiedenste Fähigkeiten, die man dann halt mit diesen Doktrinen benutzen kann. Zum Beispiel gibt es jetzt bei den Verteidigungsdoktrinen, kann man dann große 88er-Packstellungen bauen. Oder hat dann halt irgendwelche... Okay, jetzt habe ich gerade den Jeep zerstört. Alles klar, so schnell geht's manchmal. Man hat dann halt Mörserangriffe oder andere Dinge und dann kann man halt den Gegner halt damit halt gut jawohl, zurückschlagen. Wer als letzter dort ist, bekommt kein Bier auf den Weg. Und irgendwie... Wir haben einen Baubefehl erhalten. Meine Maus ist irgendwie heute... Die will heute nicht so wirklich. Die mag mich heute nicht. Sag mal... Lasst uns die Gegend mal unter den Kopf bauen. Wir können den Pioniere rücken aus. Jetzt schießt er dort auf meine Stellung. Los. Der Bunker kann bemannt werden. Was wollen Sie denn? Los, was wollen Sie? Zack, zack, zack. Ein Bunker nach anderen gebaut hier. Um halt eine kleine Verteidigungslinie aufzubauen. Sollen wir irgendwas bauen, Sie Bunker? Ich werde aber gleich mal meine Basiswerte ausbauen, um noch ein paar bessere Einheiten produzieren zu können. Also kann man natürlich die Gegner auch weiten, ne? Das ist nicht vorrücken. So, dann rücke ich mal mit meinen Panzergrenadieren von. Wie gesagt, die Panzergrenadiere sind halt, Nee, Volksgrenadiere, Entschuldigung. Die Volksgrenadiere sind so die Standardeinheiten, die man zum Anfang hat. So die billigsten Einheiten, die man bauen kann. Wo jetzt immer ein paar Panzergrenadiere, die sind schon ein bisschen besser. Und die haben natürlich noch bessere Angriffskraft und bessere Waffen, die sie benutzen können. So. Und wir unsere Musikmarke wieder zurück hier. Und dann rümmeln wir sie mal kaputt hier, die Wichser. Zack! Reißt man den mal richtig in die Arsch auf. Verdammt! Bleibt hier und sichert die Zielposition! Pioniere hier! Oh, jetzt werde ich hier von einem MG. Das ist natürlich jetzt schon wieder scheiße. Das hat ja dann im MG zu stehen. Pioniere, wechseln die Koordinaten! Unser Trupp hat einen Mann verloren! Los! Tome! Sie schießt nach uns! Ach Gott! Los! Aufsitzen! Ganz vergessen, da meinen Bunker auszubauen. Das hat mir man kann halt, wie gesagt, die Bunker auch nutzen, um seine Leute drin zu verstecken. Und dann können die halt in alle Richtungen rausschießen. Wir haben unsere Zielposition eingenommen. Los, hoch mit euch. Rennen wir mal zurück hier in die Basis.
So, da sind sie doch, meine Panzergrenadiere. Schön, schön. Die Basis wieder erobert hier. Also der Computergegner kommt da aus seinen Dings nicht mehr raus. Der hat da keinen Bock anscheinend. Gut, es zeigen natürlich überall ein paar Bunker zu stehen. Wir müssen einen Bunker errichten. Aber trotzdem, irgendwie will er nicht so wirklich. Na, wahrscheinlich doch zu einfach, der Computergegner hier. So, aber ich wollte es euch ja bloß zeigen, Spiel. So. Dann holen wir uns mal unsere ersten Einheiten hier ran. Okay. Graden wir unsere Einheiten mal ab hier. Schön upgraden. Bei den Deutschen ist es so, dass ich meine Einheiten manuell upgraden kann. Bei den Amerikanern ist es so, dass die Leute upgraded werden, wenn sie halt, ja, ich sag mal, arbeiten. Also wenn sie wirklich anfangen, viele Leute zu töten und auch nicht so oft sterben. So, jetzt holen wir uns mal da oben. Dann bekommen die halt immer Erfahrungspunkte und dann steigen sie halt im Level, also kriegen sie halt Ränge. Jetzt nebelt er die Stellung dazu, also. Manchmal fragt man sich, was der Computer hier macht, ey. KI ist wirklich. Er nebelt erstmal Karten ran zu. Also. Oh Mann, ey. Jetzt will meine Maus schon wieder nicht. Was ist denn los jetzt? Wir haben einen Baubefehl erhalten. Bauen wir nochmal Bunker hier hin. Wo ist denn mein. Da ist mein Trupp. Da rennen schon wieder ein paar Feinde durch die Gegend. Gucken wir uns mal die Typen. Truppe, wir rücken ab! Schnell, Bewegung! Ja, also. Das ist natürlich, wenn man jetzt gegen Menschenspieler spielt, der würde mit Pax, mit Mörser, alle drum und dran, würde er erstmal eine Stellung hier auseinandernehmen, aber der Computer Gegner. Naja, ist halt nicht so der Intelligenteste. Das würde man auch erwarten, ne? Sollen wir irgendwas bauen? Wir machen uns auf den Weg. Los! Die Qualten erobertes Gebiet unseres Vaterlandes. So. Gut, dann holen wir uns mal. Brauchen wir da 500? Brauchen wir dafür? Der Gegner hat gleich verloren. Gucken wir, ob wir das noch in den Videoheber hinbekommen. So, da haben wir schon mal unseren ersten Panzer. Pioniertrupp bereit. Jawohl, los, Bewegung. Ja, und so sieht es aus, halt, wenn man mit den Deutschen spielt. Man igelt sich halt erst ein und dann, wenn die großen Panzer kommen, wenn die großen Geschütze kommen, geht es halt da richtig ab. Dann rücken wir mal den Gegner schön auf die Pelle. Jungs, zuhören! Los, schwingt die Hufe! Jetzt greift er hier diesen einen Bunker an. Jetzt kommt er mit Mörser. Bisschen spät, aber er kommt. Zack. Da fliegen die Typen rum, ey. Schön. Tag, so nimmt man Leute auseinander. Also, gucken wir mal, was da in der Basis los ist, wa? Muss natürlich aufpassen, dass man hier nicht von der Mörser getroffen wird. Und die ganzen Schüsse prallen natürlich von meinem Panzer ab, die sehen natürlich schon wieder ziemlich gut aus. Da haben wir schon echt Mühe gegeben, weil das Spiel ist aus 2006. Dann finde ich die Grafik gar nicht mal so verkehrt. Ich spiele jetzt natürlich auch nicht in der höchsten Auflösung, geht natürlich noch krasser, ne? Ich spiele jetzt in einer relativ niedrigen Auflösung, weil ich mal im Multiplayer Probleme hatte, dass es dann, wenn es richtig Gefechte gab, und im Multiplayer hat man richtige Gefechte, mehrere Panzer und so eine Geschichte, hat es dann angefangen zu lenken. Das hat er natürlich. Ah, Bombe hier vorne. Jetzt ist mein. Meine Stufe natürlich ein bisschen langsamer. Aber es läuft noch. So. Ich mache dann wieder eine kurze Pause. Und geht dann gleich weiter, ne?